So, herzlich willkommen zurück zum jetzt 10. Part hier bei Alchemy Mysteries. Bei mir im Kegel, schönen guten Tag. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal hier kurz das Tagebuch von der ollen Gedings hier durchgeguckt. Und wir hatten ja diese besagte Tabelle mit den alchemistischen Symbolen gefunden. Und ich habe jetzt gerade, also wir hatten ja in der letzten Folge auch dieses Dings hier gefunden. Diese Schriftrolle, wo drin steht, dass man das Wasser vergiften und dann wieder reinigen kann. Dass man diese drei Sachen dafür braucht. Und wenn wir das jetzt mal so vergleichen. Der Kreis mit dem mittleren Strich, das ist Salz. Das haben wir ja, glaube ich, im Inventar. Dann haben wir ein X mit so, mit solchen Haken an der Seite. Was haben wir da? Das ist Kupfersulfat. Das haben wir auch im Inventar. Und dann ein... Ja, das sieht fast aus wie so ein Kerzenhalter, würde ich sagen. Das ist Essig. Und den haben wir nämlich auch im Inventar. Ich muss einfach nur mal mein Gehirn ein bisschen anstrengen, um das richtig zu gedingsen. Also, hier haben wir Kupfersulfat, das hauen wir da rein. Dann einmal den Essig, den hauen wir da auch rein, Essig oder Essig nicht. Und dann einmal das Salz. So, und dann müsste das ja eigentlich so, endlich habe ich reines Wasser. Kelle mit reinem Wasser. Toll. So. Dann wollen wir mal Feuerwehr spielen. Lalalala. So. Was war das? Oh, Rückkehr des Amuletts. Errungenschaft freigeschaltet. Das ist ja doll. Tagebuch. Ich fand das Amulett. Herr Schwarzenberg verunreinigte das Wasser wohl. Aber ich konnte es reinigen. Jetzt besitze ich das Amulett. Ich kann das alles immer noch nicht glauben. Es ängstigt mich und vielleicht sollte ich ja zur Polizei gehen. Ja, nur ob dir die glauben werden, das ist, ist eine andere Sache. So. Jetzt sind irgendwie alle weiteren Orte hier, abgedingst. Ja, schön. Was nu? Oh. Ich geh mal im Telefonieren. Hello? Who's there? Is anyone there? Eva, it's Adam. You're never going to believe this. I'm under arrest. It is completely bogus. I've been charged with attacking my grandfather. Some woman claims that I left from the shop last night. This is totally unbelievable. Listen, Adam, I'm almost completely sure that Carl Schwarzenberg is still alive. There is no body in his crypt. I also found a secret room in the house. I found the stolen jewelry box and the amulet there. I have these things with me now. Eva, I'm sure you're in danger. Adam, something really horrible is going on here. I'm so scared. Mr. Carl might have sent a golem to catch me. The door is very heavy. It must stop the monster for a while at least. According to the records, golems are rather stupid. I should do something to try to fool him. Hier, nimm die Lampe. Ja, keine Ahnung. Ich sollte so rasch wie möglich nach oben in mein Zimmer gehen. Ich habe den Entwurf im Kopf und ich sollte ihn dort in die Irre führen können. Mhm. Wenn du das sagst, komm. Ich sollte versuchen, eine Puppe zusammenzustellen, um den Golem in die Irre zu führen. Eine Puppe. Ja. So, wie viel Zeit habe ich dafür? 30 Sekunden oder was? 3, noch 2. Den Hut könnte ich vielleicht auch gebrauchen. Ich brauche den Hut, um eine Puppe zusammenzustellen. Na klar. Fällt auch nicht auf.
Die benötigte Kleidung sollte sich irgendwo im Zimmer befinden. Aha. Was? Jetzt gucken, welcher Dings der richtige ist, oder was? Verstehe ich nicht. Wir gucken einmal weiter. So, im Kleiderschrank könnte sich etwas Nützliches befinden. Leider ist er verschlossen. Ja, können wir den nicht aufbrechen? Nö. Lass mal hier alles durchgedingsen. Tja. Oder, ja. Köpfe haben wir auch, beziehungsweise die Büste. Und ich glaube, mehr brauchen wir erstmal nicht. Beziehungsweise die Kleidung, ja gut, das, Handschuh? Ach da! Ich brauche den Handschuh. Ja. Ich weiß Bescheid, Mädel. Ich weiß Bescheid. So. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich gucken, dass die hier perfekt reinpassen. Das kann ja was werden. Ja, wäre eigentlich der Hut am besten, würde ich sagen. Jupp. Wunderbar, ich freue mir einen Keks. Da ist der Dings. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt nur zwei Dingens zur Auswahl. So. Einmal den. Und einmal den. Das heißt, wir brauchen jetzt noch die Schuhe. Und, ja. Irgendwie einen Mantel oder sonstigen Dingens. Wenn ich mal hier ein bisschen weiter nach oben packen, den ganzen Scheiß, den wir gerade nicht mehr brauchen. Würde ich sagen, dass wir hier mal ein bisschen mehr haben, ne? Oder würde das jetzt nichts bringen? Warte mal, wenn ich jetzt hier auf zurückgehe. Doch. Das bringt es sogar richtig gut. So, ich habe Ordnung gemacht. So, sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein ganz tolles Wimmelbild. Anker, Teller, Horusauge, Apfel, Fledermaus. Aha. Ist das das Horusauge? Tatsache. Nice. Fledermaus. Na, den Schlüssel, den müssen wir wahrscheinlich später noch aufsammeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das einfach so aufschrauben konnten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da haben wir das Herz. Anker, Flicken, Pfeil. Da ist auf jeden Fall der Apfel, der sehr gut getarnt ist. Der Pfeil und der Flicken.
Anker ist dahinter. Glocke. Soll das der Schmetterling da oben sein? Tatsache. Nice. Boah, ey. Wir haben es ja richtig drauf, ey. So, da haben wir... Huch. Da haben wir den Schlüssel. Da haben wir den Stift, Fisch, Messer, Kamille. Sehr schön. Das ging schnell. So, dieser Schlüssel öffnet etwas, das sehr wichtig sein könnte. Ja, das wird hier wahrscheinlich der Schrank sein. Ansonsten wüsste ich damit nichts. So. Die Kiste ist verschnürt. Ich brauche ein Messer. Wenn du die Schere aufgehoben hättest, hätten wir auch noch eine Schere. Mal liebes Mädelchen. So. Alles klar, wir haben jetzt hier die Schüchen. Huch. Komm her. Achso, das. Ach, das ist der gar nicht. Was machst du denn? So. Haben wir es, glaube ich, fertig, oder? Oder fehlt... Hä? Fehlt noch irgendwas? Hm. Muss ich jetzt noch irgendwas machen oder wie oder was? Hä? Vielleicht noch den Dings hier in der Hand geben. Ich habe keine Ahnung. Aufgaben. Stelle eine Puppe zusammen. Ja, die Puppe habe ich, aber irgendwie ist sie nicht da. Also hier an die Schrankseite können wir nicht dran. Ich sollte so rasch wie möglich nach oben in mein Zimmer gehen. Ich habe den Entwurf im Kopf und ich sollte ihn dort in die Irre führen können. Ja, das ist ja alles schön und gut. Hä? Was ist denn jetzt los? Wolltest du mich verarschen? Den ganzen Scheiß von vorne? Ich glaube, es hackt. Ich glaube ja wohl, es hackt. Ja. Ist das der Hut? Nein, das ist er nicht. Nee, da passt auch nix. Leute, wieder mal an die Seite, ja. Meine Güte.
Ach, warte mal, hier eine... Ich glaube, eine Sonnenbrille fehlt da noch, oder? Oder habe ich jetzt komplett einen an der Waffel? Naja gut, das wäre auch nichts Neues. Das wäre nichts Neues. Der scheiß zweite Schuh. Warte mal, hier im Inventar ist jetzt auch nichts weiter. Nee. So, bin ich jetzt total bescheuert? Ist das der hier? Ja, toll. Super, ich freue mich einen Keks. So. Ach, da ist er. So. Und jetzt fehlt uns nur noch die Sonnenbrille. Könnte die versteckt sein? Nehmen wir die so lange. Dankeschön. Ich freue mich. Ah, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich glaube, 10 Minuten waren es mindestens. Ja, so eine Scheiße aber auch. Oh, Margaret tut das not. So, wir werden jetzt nochmal die ganze Scheiße, die wir nicht mehr brauchen, hier oben mal ganz kurz hinpacken. Weil ich mir so die Vermutung habe, dass sich die Brillen jetzt komplett hier auf das ganze Bild verteilt haben. Ah, ja. Die brauchen wir, glaube ich, oder? Die Puppe ist zusammengestellt, jetzt brauche ich noch ein sicheres Versteck. Ja. Keine Ahnung. Versteck dich. Oh, nach unten kommen wir jetzt gar nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Oder soll ich mich etwa im Dingens verstecken? Ach so. Hallo. If Mr. Carl had the jewelry box, then Mr. Novak must have been attacked by the golem too.
I need to get into the shop and search for some clues. Sieg über den Golem. Errungenschaft freischaltet. Yes. Nice. Naja, wir haben ihn ja nicht besiegt. Wir haben ihn einfach nur von vorne bis hinten komplett verarscht. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh. Ich glaube, wir haben schon wieder neu. Ja, ich hab's doch geahnt. Was ist denn ein Krayon? Muss ich das verstehen? Irgendwie nicht. Also, Fee. Wo haben wir denn hier eine Uhr? Eine Tic-Tac. Sag mir mal bitte, wie spät es ist. Da haben wir auf jeden Fall einen Spiegel, das ist schon mal schön. Yin und Yang. Haarnadel könnte, glaube ich, das sein, oder? Yep. Knopf und eine Uhr. Das ist, glaube ich, der Knopf, ne? So. Da ist die Uhr. Meine Stimme haut schon wieder ab. Das ist nie gut. Das ist das Tarot. Aber warte mal, das Puzzle, das können wir, glaube ich, hier... Das hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal. Dankeschön. Und können wir jetzt hier mit dem Dings? Nö. Gut. Ich wollte es einfach mal probieren. Ah, hier haben wir die 6 Bälle. Sehr gut. Vogel. Der ist hier vorne. Kamerafilm, könnte das der hier sein? Oder was? Ah ja. Sicherheitsnadel. Das ist die hier vorne. Schachtal. So. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, was ein Krayon ist. Das Ding hier? Nö. Ich hab keine Ahnung. Das ist eigentlich für mich ein Bleistift, aber, ne? Ist okay. So, ja, die Kamera haben wir hier. Komm, Mädel, mach mal. Fotos der Fußabdrücke benötigt noch 4. Mhm. Nummer 3. Und Nummer 2. Also, 2 Stück brauchen wir noch, ne? Ich hab doch welche. So. Ich muss diese Fotos mit den Fußabdrücken im Laden vergleichen. Alles klar. Mädel, mach dich auf den Weg. Es ist, ne? Also hier, Zeit ist Geld. Weiß ja selbst Bescheid. Wo ist... Ja. Was ist das denn? Finde die Paare der ähnlichen Fußabdrücke. Oh Gott. Sowas freut mich ja immer ungemein. Die beiden. Hier, die beiden passen auch zusammen. Dann sind die beiden wahrscheinlich auch. Genau. Dann haben wir die beiden und die beiden. Dann passen die auch zusammen. Wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen einfacher. Das ist schön. Dankeschön. Ich freue mich.
time to get some sleep, Eva. The time has come. Huch. Ja. Gute Nacht. Have a good sleep, my very friend. At Rudolf II's court, the black alchemists tried to create an artificial man, a golem. He was to become the defender of the empire. But in reality, its creators wanted to seize Rudolf's empire first, and the whole world after that. If the emperor's heir had been sacrificed, the golem would have possessed such an amazing superpower. Eva, my princess, I will weaken the spell. My magic will wake you up. 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 The girl is going to be asleep for a while. She won't be able to escape. I've taken the amulet. I hope there won't be a failure again, such as there was with her sister. It was a miracle to find Sarah's sister after so many years. It was easy to lure the naive Eva to Prague. Carl, this boy Adam can prevent us from reaching our goal. Don't you worry, Anna. The golem will take care of him. Now we must prepare the ritual. Adam, I need to let him know. Ja, schön. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass jetzt die, die Eva, also die, ne? Dass die gerade so ein bisschen auf Drogen war. Aber, okay. So, Schmuckschatulle. They have taken everything except for the jewelry box. Verdammte Scheiße, die haben alles weggenommen. Fuck it. Oh yeah. Aber wisst ihr was? Das Wimmelbild, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ich glaube, dass es jetzt langsam schon zum Ende hingeht. Aber das, ich habe da auf jeden Fall so eine Vermutung, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir das Finale erreichen. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis gleich zur nächsten Folge. Tschüssi!